Willkommen zu Final Fantasy VII Remake. Juhu! So, Sildavius, schaust du bitte, ob das Stream-Titel passt, plus das Spiel, das eingetragen ist? Manuel, Kapitel 6, der Himmel über den Slums. 8.21 Uhr. Müsste das sein? Da müsste ich vor so einer Konsole stehen. Ja! Sieht es toll aus. Und das Ganze ohne Lex. Und Bloody, danke dir, auch dir für den Lurk. Und ein Danke an alle, die dabei sind. Nein, Bionic, das hatte ich noch lange nicht durch. Das Spiel wird genossen. Kaufen Gegenstände. Ich habe ja keine Kohle mehr. Bei mir steht Teil 5. Jetzt ist ja auch der Teil 5. Weiber. Also der fünfte Teil, also quasi der fünfte Final Fantasy Stream. Noch ein Strahler löschen sollte es gehen. Ah ja, und wo müssen wir jetzt hin? Also, na? Ich war doch gerade hier. Mit einem Strahler weniger sollte es gehen. Ja. Und? Warum passiert nichts? Fehlt noch der Strom von einem Strahler. Ah, ich brauchte Strom von einem Strahler. Welcher ist noch an? Sildavius, die Punkte auf der Map sind der Weg, was ich gelaufen bin. Du Vogel. Moment, wo ist die Map? Hier. Siehst du, wenn ich fünfmal im Kreis laufe, dann habe ich im Kreis Punkte. Sehr geil, Sildavius. Ah, schön, dass du dabei bist. Das ist Sildavius, ne? Genau dann hinterherlaufen. Ja. Seltsam, sieht es anders aus als WoW. Von da bin ich gekommen. Von der anderen Seite bin ich gekommen. Und wo muss ich hin? Irgendwo muss noch eine Sonne an sein. Ich muss Sonnen auslöschen. Hallo Zazali, schönen guten Abend. Wo finde ich eine Sonne? Da hinten ist eine Sonne. Ich muss da hinten hin. Da komme ich aber nicht hin. Was ist das? Die Stromversorger. Ah, ich muss, glaube ich, dahin und dann dahin. Ich muss nochmal zurück. Da bist nicht sicher, das sind keine Punkte. Sildavius, ich glaube, du willst in die Ecke wieder. Oh, Zazali, du hast was Tolles verpasst. Das war Sharpwood, er ist der Boss. Es war lustig. Was ist hier? Sehr lustig. Absolut lustig. Toll, bei mir leckt der Stream. Solange ihr nichts sagt, mache ich nichts. Ich muss irgendwie da hinkommen.
Hier bleibt nichts. Pizzanable. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg. Der letzte hier, Strahler. Hier haben wir keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja. Das leckt nicht, aber die Grafik ist so gelegt. Ja. Macht sich immer so viel Sorgen. Eins nach dem anderen, Bionic. Da hinten ist eine Kiste. Das heißt, ich bin schon mal korrekt unterwegs. Mokfi-Medaille. Wenn ich mal wüsste, was ich mit denen machen soll. Oh, der Strahler ist kaputt. Ich bin Elektriker. Macht mal Platz. Ich muss da hoch. Hat jemand eine Leiter? Ich weiß nicht. Sieht es noch bei jemandem aus, als ob ich mit 30 FPS spiele? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Was hat er gerade gesagt? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Ja. Also muss ich den ganz nach rechts hin tun. Ich sehe keine Möglichkeit. Ah, ich kann ihn auch. Ich kann auch hoch und runter. Steffen, danke. Jetzt bin ich auch drauf gekommen. Weil das habe ich gesucht. Ich habe beim linken Stick nach vorne und zurück. Bis ich gelesen habe. Ah, da steht er. Ja. Ah, und ich muss hier hin. Bingo. Danke, Steffen, dass du dich gemeldet hast. Der Sieg ist uns sicher. Was? Gegner? Hey, Magie. Feuer 2. Bam. Boom. Ziemlich schwach. Keinen Kopf. Ah, das sind die Teile, die fallen. Ich habe immer noch keinen Blitz. Was ist jetzt? Bäre. Magie. Blitz. Nein. Der da. Ah! Tifa sieht nicht gut aus. Ah, ihr unterhaltet euch mit euch selbst. Sehr gut. Supertrank auf die Fahrt. Und dann brauche ich noch Magie. Vitra auf Cloud. Ich gebe nicht auf. Und jetzt. Es ist aus. Die Zazali sind ZG komplett fertig. Krass, oder? Sie ist jetzt in... Na, sie war auch noch Discover Sound Mount, oder Zazali? Oh, die Sonne. Die Sonne, die schalten wir jetzt aus. Gibt's hier was? Nö.
Hast du aus Karasan auch beide? Dann unterhalte ich mich halt mit dem Herr Streamer. Wurde noch Schmerzen oder alles gut soweit? Cookie-Schmerzen ja, nicht sehr stärke, aber ich spüre es noch. Vor dem Schlafen gehen nehme ich auch noch die Schmerzmittel ein, weil sonst kann ich nicht so bequem liegen. Ich habe gesehen, Satsali, wo du es im Discord gepostet hast, das wäre mir ja zu spät gewesen. Ich habe einen Magiereif bekommen. Was haben wir da? Eisenreif. Magiereif. Ein Adamreif mit einem schlichten Mustern. Oh mein Gott. Hat der zwei Materia-Sockel? Neue Waffe habe ich nicht. Aber die Waffe? Ah, ich glaube, da können wir gleich was machen. So, kann er was behandeln? Ja, wieso nicht? Und ich kann hier Chocobo-Küken oder Kaktor. Haben wir schon einen Kaktor gesehen? Nicht, oder? Ich glaube, wir haben noch nicht die Waffe modifiziert von Barrett. Gatling-Gewehr. Freischalten. Ja klar. Logisch. Nehmen wir alles mit. Was? Ich habe mehrere Kerne? Oh mein Gott. Habe ich auch mehrere Kerne bei Cloud? Oh mein Gott! Physische Attacken, ja. Zusätzlicher Materia-Slot. Mehr Leben. Halt, ne? Ja, da wollte ich hin. Was ist das für eine? Kann ich ja noch zwei Materia-Slots hinzufügen. Hat ein Vollfeuer. Mal schauen, was bei Cloud geht. Cloud. Eisenklinge. Hat der auch Merve? Der hat auch Merve. Wann sind die dazu gekommen? 24 Punkte. Was haben wir da? Ja. Bei Horn, ne? Physische Attacke plus 6. Oh yeah. Ist das cool. Und hier haben wir auch physische Attacke plus 8. Ich will auf den Kern zurück. Was haben wir da noch? Bekomme ich auf den Kern? TP Maximum plus 200. Bei niedrigen TP Limitaufladung. Bei niedriger TP Heilung. Wahnsinn, gibt's da geile Sachen. Was hat das? Magische Attacke, ne? Ne? Hab ich? Ne? Ja, mehr Leben. Jetzt geht's ab. Hallo? Ach, ich muss halten. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Genau, zurück zum Abschnitt H1.
Und wer auch immer ist. Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Ich hab's versucht. So. Warum spielst du nicht Final Fantasy XIV? Weil Final Fantasy XIV nicht den Charme hat von Final Fantasy VII. Oder allgemein von Final Fantasy. Von Offline Final Fantasies. Gehen wir zurück zu Abschnitt H1. Ja, ich will zurück zu Abschnitt H1. Wie komme ich da hin? Das ist nicht der Abschnitt H1. Gibt's hier was zu entdecken? Eine Königin. Wow. Oh, mehrere Königinnen. Halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Ich brauche das da. Nein, ich brauche das da. Analyse. Königin A. Bin mal so frei. Eis. Eis habe ich angelegt, glaube ich. Magie. Eis. Ich habe sogar Eis war. Verdammt! Zählt nicht, okay. Oh, jetzt sind wir neu. Ich bin nicht kaum. Oh, das sieht. Oh ja, jetzt Magie. Ich hab nicht. Mann. Elixier Turbo Esser. Hab ich kein normales Esser mehr? Nur Turbo Esser? Beschwören. Es ist ja böse. Ja, beschwören. Laut ist kampfunfähig. Nicht beschwören. Gegenstände. Auch eine Phönixfeder für Cloud. Da sind ja fast alle tot. Scheiße. Ja, Stock bringt mir aber nichts. Ich muss Dingsbums und Cloud beleben. Geht es wieder? Zack. Böse. So. Magie. Vita. Auf Cloud. Das sollte reichen. Nicht übertreiben. An die Arbeit. Nimm das. Das darf einfach nicht sein. Zack. Halt dich nicht zurück. Das sieht ja cool aus. Kann funkel. Kannst du das machen? Ich mach das. Boah, leck mich je. Ja.
Und weiter geht's. Ich sehe nichts mehr. Was macht der jetzt? Ich glaube, der gibt uns ein Schild. Das Spiel ist aus. Boah, er hat uns voll geheilt. Jawohl. Limit, Kreuzschlag. Königin Artis mit Anna, Königin ist sind. Ah. Welche letzten Worte? So. Boom, boom. Jawohl, jetzt machen wir das und jetzt den Schwertwirbel. Boom, boom, boom. Nochmal. So, Königin. Königin. Irgendeine Königin ist tot. Königin ist tot. Die andere ist im Schock. Mutangriff. Das war's, das. Ah. Ganz schnell. Keine Chance. Rock, Magie. Ah, nein, hui, hui, Eiswar. Boom. Das war abzusehen. Aber gut, dass ihr nichts geschrien habt, so habe ich nichts verpasst. Meine Fresse. Da habe ich viele Materialien jetzt verbraucht. Und danke Seltavius für das Posten der Links. Ich glaube, der Garfunkel hat mir den Arsch gerettet. Oh, alles Gute kommt von oben. Gibt es sonst nichts zu entdecken? Enttäuschen. Okay. Da ist die Materia, die wir gesehen haben von der anderen Seite. Was ist das für eine Materia? Elementaraffinität. Hier haben wir noch Platz. Dovita, Elementaraffinität. In Waffe, zusätzlicher Elementarschaden von 8%. In Rüstung halbiert Elementarschaden. In Rüstung absorbiert Elementarschaden. Heiliger Bimbam, das ist ja, glaube ich, geil. Cloud, in Rüstung. Ich muss sie in Rüstung tun, bei Cloud. Hier. DP Max. Rost. Blut, heilen. Moment, Moment, Moment. Haben wir vielleicht sowas mit Sockel? Nö. Das machen wir jetzt anders. Passt auf. Bavet hat sowas, ne? Der Marco. Ja? Magisch anreif. Ah, das ist das da. Waffe zwei Sockel und das zwei Sockel. Ah. Ja, wir haben noch keine Ausrüstung mit drei Sockel oder mehr. Ich glaube, gegen Ende hin gibt es Teile mit 6 Sockel oder mit 8 Sockel sogar. Das können wir jetzt nicht ausrüsten. Aus IFA auch nichts. Barriere, die nutze ich eh nie. Dann kannst du IFA zumindest skillen. Okay, wie geht's weiter? Sackgasse. Okay, ich muss. Ah, da muss ich. Ah, zum Glück habe ich das. Das war ein Umweg. Okay, 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 okay. Wo muss ich hin? Ich glaube, irgendwo geht's Stufe nach oben. Kann das sein? Ah, hier geht's lang.
So. Bam, bam, bam. Hier lang. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Ich glaube, ich bin korrekt. Es sieht gut aus. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Jetzt bin ich gespannt. Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf nimmer Wiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Aber ich frag mich, haben die die Kirche weggelassen mit Eris? Ich will in die Kirche. Es war selbst in Final Fantasy VII das erste voll der die coole Gebiet. Wir noch mal nachsehen. Zurückgehen, um Materia zu suchen. Nö. Nein, wir sollten weiter. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Akku entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Der Wind weht in den Haaren. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell, ja klar, der Reaktor ruft. Ja. Komm zu mir. Alles klar, Babbit. Alles klar. Wo muss ich hin? Na, hier gibt's nichts. Dort geht's lang. Gibt's hier was zu entdecken? Nö. Tempo. Was? Aua. Was? Ach so. Magie. Feuer, Eis, Eis. Der Stalle! Auf Onkel Barrett des Palasts! So, kaputt. So, auch kaputt. Noch irgendwas in der Luft. Hier. Beschwören. Was? Kaktor. Auf geht's. Jetzt sind wir zum ersten Mal ein Kaktor, glaube ich. Hallo Suki. Nein, ich will das aber schießen. Kann ich Kaktor von 1000 Stacheln? Ich glaube, das macht viel Schaden. Aber ich glaube, ich bleib wegen doch da. Nein. So, wohin wollte ich? Oh. Ah. Der Bevit ist tot. Warum? Und die Diva auch? Und ich habe auch nicht mehr viel Leben. Nicht übertreiben. Das wird so nichts. Was, das wird so nix. Ist doch alles okay. Wow. Wow. Hoppala. So langsam blicke ich durch. Oh, was war das? Keine Chance.
Kanone da hinten steht noch. Hey, nichts überstürzt. Wurde schon angehört. Ha, ich dachte, die Kanone hätte ich getötet. Was machst du, Sasuke? Schön, dass du mich besuchst. Ach, da ist nichts. Okay. Die Kämpfe werden immer härter. Und da bin ich gekommen, glaube ich. Muss normalerweise hier so nach oben. Oh, die Kämpfe sehen so cool aus. Irgendwie komisch, dass niemand. Moment. Kann ich zurück? In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns. Ladies first, danke. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Zurück. Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Ja, tiefer. Nicht runtergucken. Ich schubse dahin, sie will nicht. Durch, gar nicht, Cookie. Prost. Ich trinke meinen letzten Kaffee aus. Der muss jetzt weg. So. Ein Heiltrank. Schön. Und da geht's nach oben, oder wie? Anscheinend. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Eine Kiste. Ich mag Kisten. Eine Mobi-Medaille. Wenn ich wüsste, kann ich nachschauen, was ich mit denen anstelle? Gegenstände, Schlüsselgegenstände. Eine Medaille, in die das Abbild eines Mogwis eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück. Es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Okay. Kampfbewichtsscanner. Ja. Bibi. Aufträge habe ich alle erledigt. Story. Eigentlich wollte ich was anderes schauen. Kampfberichte. Hier. Kampfbericht 04. Analyse zum Schockphänomen. Neue Materia, ATB-Boost. Ich glaube, die muss ich abnehmen. Alles klar, Nav. Dankeschön. Verwende Spezialfähigkeiten bei Gegner im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der neue Materia, Erstschlag. Ich weiß nicht, wie die funktioniert jetzt in diesem Final Fantasy Teil. Aber damals im normalen Final Fantasy war Erstschlag mega. War nichts. Irgendwie so düster, so. Es würde eher zu Resident Evil passen. Ja, was ist da? Nix. Hier geht's weiter. Oh oh.
Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, Biggs! Ich wusste auf dich, es verlass! Und wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. Ich find's doch, dass bei mir das Streamer wirklich. Aber schön, dass er bei euch okay ist. Ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später. Ungefähr. Okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Oh yeah. Natürlich. Ich bin ja dabei. Erfolg bekommen. Ah ja, Kapitel. Oh. Weiter nach links. Und zwar zack, zack. Wir jetzt brauchen jetzt mehr hübsch. Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel. Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Wie schaut's mit Siltavius aus? Weiß nicht. Könnte sein, dass das Siltavius gut ausschaut. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, sind fast am Reaktorkern. Dann los. Beste. Cool. So, als erstes war das Sturmgewehr, Dingsbums. Gatling-Gewehr, Sturmgewehr. Ne, mit der Vini. Ich glaube, das ist schlechter. Ein robuster Gewehr mit erhöhter Ladekapazität und Durchschlagskraft. Ich glaube, das erste gefällt mir besser. Und warum habe ich im ersten keine Materia drin? Barrett, tatsächlich habe ich keine Materia drin. Kann ich... Bitte tun, hä? Wer hat das gesockelt? Barrett. Barrett hat schon einmal Gewitter. Und ich... Blut. Ich leg die Waffe nicht an. Aufgegeben beim Doktor. Jetzt hier was zu entdecken. Sieht nichts aus. Na dann, Tempo! Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Aber Bunga! Krasse Moves. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Wird was entdecken? Pam, 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 pam. Ja, eine Kiste. Superdrang mal 3. Geil. Das schaut schon genial aus, ne? Hey,
Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha, zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Okay, okay. Weltbank. Wie sehen meine Charaktere überhaupt aus? Kann ich das irgendwie nachsehen? TP. TP sind voll. Geil. Mach dafür jetzt die Weakness für die Monstrosität in Flickerei. Alles klar, Sylvarius. Das aussieht, muss ich da durch. Da? Den Linksbums habe ich angeschaut. Hier war nichts. Ja. Ich glaube, die Musik. Vielleicht müsste Sephiroth auftauchen. Die Musik hat meistens was mit Sephiroth zu tun. Verdächtig ruhig hier. Was hast du von den Schindraberschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Jehova, genau Jehova. Verlieren wir keine Zeit. Ja. Was? Genug. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Ich habe gar nichts mitbekommen, was ich bekommen habe. Aha, da geht's nach unten. Die Kisten habe ich kaputt gemacht. Die Mami von Sephiroth. Nur noch ein Speichern. Wenn du das sagst, Sylvarius, werde ich auch speichern. Ich habe nicht dran gedacht. Dieser Geruch. System. Nein, nicht System. Er weckt Erinnerungen. Boah, schaut das geil aus. Boah. Also das hat echt Gemeinsamkeiten mit Resident Evil. Die geile Sache, Anne. Entschuldigung. Wasser verschüttet. Nein, Sylvarius, habe ich nicht. Sieben auch nicht. Theoretisch habe ich nur Final Fantasy 1, 2 und 3 gespielt. Und ein bisschen. Wie heißt es, wo man auch als Wesker spielt? Ich warte auf das Resident Evil 4 Remake. Mit dem werde ich weitermachen. Resident Evil 4 Remake. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich selbst das Originale noch nicht gespielt. Final Resident Evil 3 habe ich das Originale gespielt und Resident Evil 3 habe ich das Originale gespielt.
Und natürlich auch die Remakes. Achtung! Oh oh, die Tür steht. Warte. Mit Laserverstärkung. Die knöpfe ich mir vor. Auf die Tür! So, der ist kaputt. Magie, wir haben Blitz. Laserkanone. Beschwören. Ach so, das kann ich noch nicht. Ich zähl auf dich. Boah, jetzt hat das Spiel geruckelt. Da geht's zu. Bitte. Laut. So, wer kann was beschwören? Laut nicht. Barrett kann beschwören. Ein Kaktor mal wieder. Tausend Stachel. Also das kann man nicht absichtlich so hinbekommen. So, eine ist kaputt. Ich eventuell eine Sound? Wofür? Was? Wie? Wo? Analyse. Ja, jetzt ist wirksam, wie ich mal dachte. Aber ich mache jetzt Schwertwirbel. Kaputt. Einfach kaputt gemacht. Der Kampf war cool. Habe ich von Anfang an Chancen gesehen. Zeltavius, weißt du, wovon der nachquatscht? Das ist halt Jamie Lee Curtis. Was für Jamie Lee Curtis? Ein bisschen mehr zu tun. Ja. Schutzweste. Nein, das will ich nicht. Schutzweste. Laut. Schutzweste. Magischer Anreif. Sternenreif. Schutzweste. Vitalität erhöht. Okay. Kraftreif. Ein Armband, das in. Das Schutz gegen Gift. Wegen Erschrecken. Mit Jamie Lee Curtis. Hä? Ich habe keine Ahnung, Zeltavius.
Auf jeden Fall ist es toll, dass ihr dabei seid. Oh Gott. Sehen wir jetzt die Genova? Oder die Genova? Ist die da drin, da vorne? Ich habe Gänsehaut. Okay. Jetzt bin mal gespannt, was uns da vorne erwartet. Schaut so cool aus. Oh, Sephiroth. Sephiroth. Halt an. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ah, da holt die Frau mir den Papa, oder wie? Ist das Sephiroths Schwert? Hey! Alles klar? Oh. Tifa! Hm? Was geschieht jetzt? Wie ist mein Status? Ja. Gegenstände. Heiltrank. Kann ich nicht benutzen. What? Hä? Magie. Cloud. Vita. Ich will nicht meine Magie überprüfen. Ich will Magie benutzen. Okay. Auf geht's. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Den Weg, den wir gekommen sind, finde ich ja nicht gut. Und warum habe ich wieder keine Karte? Ich finde Karte, ich finde Karte, Minikarte. Hier. Hier geht es nicht entlang. Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgard übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Oh oh. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung sind wir euch eigentlich völlig egal. Des Shinra-Konzerns eine sofortige Mach schon. Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1. Reagierte die Bevölkerung mit großem Hass auf die Täter Tast und ihre Motive. Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgards haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Genie schreit ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an euch statuieren.
Ach du Scheiße. Bericht des Wartungstrupps. Der Airmaster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Ihr macht doch nur einen Bock. Die sind blind. Das ist mit Magie. Erstmal analysieren. Spezial. Machen wir uns jetzt ein Spezial. Feuer, passt. Dann übernimm. Roger, ich übernehme. Sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Ich bin an deiner Seite. Jetzt erst recht. Zieh dich zurück. Oh. Was hat das? Feuer, oder? Feuer, Spezialkommandant. Spezialkombatant. Okay. Nimm das. Stock. Schwer. Magie. Feuer. Nochmal. Boom. Der Spezialkombatant ist kaputt. Und gleich habe ich auch noch Beschwören. Oh yeah. Warte. Sicher, glaube ich, beschwören, aber kann nicht. Weil. Ist noch nicht fertig gefühlt. Alles klar, Siltavius. Guten. Garfunkel. Der kann uns gleich heilen. Süß. Viel Erfolg. Ich nehme. Hm, hat mir noch die Leben. Schnauze halten! Ich hab's geschafft. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Eindringlinge sofort festnehmen. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Eine Ordnung. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen! Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt! Ja. Oh ja! Machen wir. Kann ich jetzt gegen... Ah! Umstände. Heiltrank. Lauf. Ich wiederhole. Verdammt. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Eine Order der Stabschefs. Das sieht gut aus. Jetzt konnte ich die benutzen. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Gegen die. Eine Order der Stabschefs. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Liefert das umgehend ab! Der Schaffchef wartet nicht gern! Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen! Hi. Nein, ich kann auch nichts. Elite Gardist. Ich möchte das da. Das ist auf.
Ich hab keine Elite Guardis. Ich hab kein Dings. Ich muss ein Ezer benutzen. Ich bin bereit. Ah. So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud, seht mal. Hm? Nein, dahin laufe ich noch nicht. Gibt's hier was? Ne. Okay. Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Ja, was liegt denn da? Fündig geworden? Ja. Sauber! Dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Erbaster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven aufwischen. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Ja, jetzt müsste ich wissen, was es für Teile überhaupt gibt. Die M-Einheit entsorgen. Benötigt Schlüsselkarte 1. Dafür sind wir da, oder? Ja. Die M-Einheit wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Mal schauen. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Kann ich irgendwas aufsammeln? Ne, glaube ich nicht. Und wo geht's weiter? Ach, hier. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Habe ich solche Teile schon analysiert? Ah, ich bin getäuscht, oder was? Wurde schon angedeutet. Laserkanone. Blitz ist wirksam. Ah, zufällig kann der Barrett blitzen. Boom. Kaputt. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Cool. Läuft. Übrigens, wir müssen heute noch ein Läuft, ein Dings machen, ein Hammer, oder? Es ist ja vorhin sind 4 Mounts gedroppt. 4 Mounts. Also es ist ja nicht gedroppt, aber das ist aber Schaftmode.
Transport von B7 initiiert. Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier. Und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüft das. Hallo. Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Wir brauchen mehr Zeit! Haltet sie irgendwie auf! Jawohl! Ihr findet eure Tour! Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Ich habe mich zerlegt. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Wie? Dankeschön für dein Prime-Abo. So wird das meine Alert-Squad nicht gehen. Aber wenn du meinen Stream öfter besuchst, willst du sie mal hören, Bibi. Dankeschön. Bitte. Also nochmal Blitz bekommen. Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Eine Schlüsselkarte. Warte, Cloud! Wir wollten die Typen doch ärgern! Eine Schlüsselkarte. Tifa? Schlüsselkarte? Sehr gerne. Dankeschön. Schlüsselkarte. Okay, die erste war einfacher zu finden als jetzt die hier. Schlüsselkarte. Hier steht irgendwas von einer Bombe oder so. Also am Rand ist nirgends eine Schlüsselkarte. Dann muss sie irgendwo in der Mitte liegen. Sieht von euch jemand eine Schlüsselkarte? Hast du schon was gefunden? Für den Lift wird eine Schlüsselkarte benötigt. Ich finde keine. Da! Hä? Bin ich jetzt tatsächlich fünfmal vorbeigelaufen? Ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Mit den Entsorgern von Kainkernen hat der Erbaster weniger Leistungsfähigkeit. Für seinen Fingerschuss einen Betäubungseffekt. Je mehr Kainkerne entsorgt werden, desto geringer ist also der Kern durch einen Fingerschuss betäubt zu werden. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Den KI-Kern entsorgen. Ach so, und wenn ich... Nein klicke? Der KI-Kern auf diesem Lift macht den Roboter schneller, oder? So. Hast du dich entschieden? Ja. Wird schon schief gehen. Der KI-Kern wird entsorgt. Das geschieht diesem Heidegger recht. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Ja, Siltavis, ich weiß nicht. Ich glaube, der Gegner wird so oder so übel.
Eins, zwei. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund... Barret, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Ihr habt ganz schön auf euch warten lassen! Hey! Boah, den zerleg ich, komm schon. Aua. Ich bin betäubt. Hier kommt Bärstig aus dem Weg. Ein augiger Platz. Okay. Ha! Ich hab ihn zerlegt. Keine Ahnung wie, aber ich habe ihn zerlegt. Was gibt's hier? Achso, hier kann ich nach oben laufen. Kann ich hier noch was entdecken? Sieht nichts aus. Boom. Wer braucht schon Ton? Die Leute, die das schauen können, bestimmt Lippenleser. Ja. Alles verladen? Jawohl, Sir! Immer schön von hinten. Hey! Flexilo, Hallöchen! Es geht super! Warte ein bisschen am Final Fantasy zocken. Ich glaube, ich mach Vitra. Übergestiegen! Wuhu! Für 17! Mal was anderes? Ja. Ist ein schönes Spiel. So, Moment, wenn ich in der Stufe gestiegen bin, habe ich auch noch Punkte. Ich habe noch Punkte dazu bekommen. Mal schauen. Klar, Stefan, du kannst alles fragen. WoW, Final Fantasy, Skillungen, Mounts, Pets. Stefan, ich zocke das, weil es mir Spaß macht. Nicht, weil ich von Square Enix oder so dafür bezahlt werde. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Magische Attacke, aha. Magische Attacken erhöht. Ich habe was anderes gesehen, was ich haben will. Hier. Bei niedrigen TP Limit Aufladung. Ja. Heilung? Nö. Okay. Ein niedriger TP-Limit-Aufladung. Wo ist das? Magische Attacke. Der Maximum. Ein niedriger. Der ist da. Nicht genug Waffenpunkte. Na gut, beim nächsten Level Up. Gar nicht mal so eine komplizierte Frage. Ich habe Shadowlands nur angespielt und würde gerne zu Dragonflight wieder mehr WoW spielen. Lohnt sich jetzt noch in Shadowlands was zu machen oder lieber warten? Wenn du einen Charakter schnell gut equipen kannst,
dann kannst du dir noch das Season 4 Mount holen vom Mythisch Plus. Ich weiß nicht, ob du ein ambitionierter Spieler bist, Steffen, oder einfach so just for fun. Sonst würde ich eher sagen, warten. Aber wenn dir allgemein WoW Spaß macht, dann kannst du dir auch Shadowlands holen. Ist meine Meinung. Wird eine Schlüsselkarte benötigt. Ich weiß nicht, was sagen die anderen? Stimmt, es gibt gerade jetzt einen 50% Erfahrungsbonus. Eine Karte gefunden? Nur eine. Dummerweise gibt's aber drei Lifte. Die Qual der Wahl. Das scheint der Lift für einen KI-Kern zu sein. Was meint ihr? Sollen wir den entsorgen? Noch ein KI-Kern? So, was haben wir noch zur Auswahl? Achso, hier wird es weitergehen. Wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Wofür ist das? Die M-Einheit. Sie macht den Airbuster stärker. Entscheide du, was auf den Müll wandert. Also noch eine M-Einheit oder noch eine KI-Einheit? Und was war der dritte Aufzug? Wo ist der dritte Aufzug? Hier. Da? Das hat man, glaube ich, noch Kabel. Für eine Gigabombe. Wie wir uns auch entscheiden. Shinra wird sich sicher Gigabombe. Grün und blau ärgern. Gigabombe. Mit der Entsorgung von Gigabomben hat der Airbuster weniger Munition für seinen Verheeren. Je mehr Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriffe mit großem Schaden. Gigabombe gut oder Gigabombe böse? So, Gigabombe weg. Wer denkt sich den Namen aus? Gigabombe. Es hätte eine Megabombe sein können. Oder Atombombe. Nein, Gigabombe. Können wir hier noch was entdecken? Irgendwas kaputt hauen? Der Öl. Ich würde auch sagen, dass es sich lohnt. Wenn du noch kein 60er hast, umso mehr. Mhm. Und Steffen, wenn du willst, wenn du Mounts willst, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle, ey. Bei uns gibt's ganz viele Mounts. Überschallfäuste. Ich checke. Überschallfäuste sind für die Tifa. Mal schauen, ob die besser sind. Ich hab auch. Warum habe ich die nicht an? Schlagwinge. Überschallfäuste. What the fuck? Die hat vier Socken für... Oh. Genau. Hallo Targovian. Schönen guten Abend. Du kennst mich von YouTube, Steffen? Cool.
So, was tun wir hier hinein? Ausweichen und Umschlag. Gut, ich weiß, Barriere, Toxin, Luft, Gewitter. Habe ich noch nicht, oder? Nee, Gewitter ist gut. Heilen, heilen, behandeln, wiederbeleben. Wiederbeleben, was habe ich da? Gewitter und heilen. Autowitter. Chakra. Ich habe nochmal Gewitter. Passt. Halt, Moment, das ist Mist. Ein K-Faktor Doppelgewitter, oder? Na, einer. Jetzt hat der Gewitter. Hat der Gewitter. Hat der auch Gewitter? Glut, heilen. Post. Analyse. EP-Boost. Ich heile mich ein bisschen. Was postet die alles für Links? Habe ich so viele Links? Meine Güte, ich bin voll der Influencer. Ich habe voll viele Links. Halt, nein. Gegenstände. Freue mich schon so hart auf die neuen Sets. Von Vegan Fly Cookie. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich lasse mich da überraschen. Oh, ist hier unten was? Nö. Du bist gespannt, Henne. Dragon Flight wird geil. Genau wie jedes Set von WoW. Na? Ich hoffe, es wird besser wie Shadowlands. Hat dir Shadowlands nicht gefallen, Henne? Also, mir hat Shadowlands gefallen. Die Eindringlinge! Drängt sie zurück! Jung. Bumm, eine ist kaputt. Von hinten. Bumm, bumm, bumm. Schwertwindel. Bam. Bumm, 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 bumm. Was? Schockanfällig. Boom. Einfacher geht's. Und hier ist die Karte. Dann mal weiter. Was wird von hier? Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. 4 Lifte? Mehr Schlüsselkarten. Na, mal schauen, ob mehr wir hier liegen. Ui. Okay. In meinen Augen ist Shadowlands das schlechteste Addon. Okay. Zum Glück gibt es für mich keine schlechten Addons. Ich finde alle Addons super. Gut, mal schauen, was man hier alles deaktivieren kann. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Sehen wir, was es sonst noch gibt und entscheiden dann. Nein. Es gibt bestimmt noch die Gigabombe. Nochmal KI-Kern. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Hobo am meisten schwächt. Ja. Gigabombe weg. Die Gigabombe wird entsorgt. Einen haben wir entsorgt. Das wird dem alten Heiliger ganz sicher nicht schmecken.
was ist das? Ist das der Lift für die M-Einheit? Ja. Wir sollten uns das gut überlegen. Shinra soll sich schließlich richtig schön blamieren. Was war M-Einheit? M-Einheit? Nö. Nö. Dann tue ich lieber noch einen KI-Kern entsorgen. Oder kann ich noch eine Gigabombe entsorgen? Kann ich zwei Gigabomben? Na. Die Gigabombe wird zur Entsorgungsstation transportiert. Okay. Dann noch einen KI-Kern. Der war hier, glaube ich. Ja. Der KI-Kern wird entsorgt. Ach ja. Ihr wisst ja, dass ich auch bei Anwendstreamer unterwegs bin. Gemacht. Und Anwendstreamer rede und mich mit denen unterhalte und ich auch getan, mit denen Sachen mache. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf mich den Schrottplatz verpflichtet. Jetzt bei der Blizzard Community Managerin gemeldet, also nicht gemeldet, sondern gesagt, yo, it's okay, cooler Typ, schaut euch den mal an. Und das könnte sein, dass ich Zugang zum Blizzard Community Manager Discord haben bekommen werde. Schlechtes Deutsch, aber ich glaube, ihr versteht mich, oder? Und falls das dann so sein sollte, was ich jetzt fällt mir schwer daran zu glauben, dass ich wirklich in das Discord komme. Bist du bereit? Aber für die es könnte sein, dass ich Beta-Flüsse verlosen werde, okay, zu Dragon Fly. So, ja. Vielleicht. Favor, meinst du Final Fantasy 7? Das wäre schon krass, oder? Wenn ich Beta-Schlüssel bekommen würde. Ich gebe nie auf. Ich finde Final Fantasy 7 Remake auch sau cool. Und ich glaube, die waren empfindlich gegen Feuer. Wow, das hat weh getan. Stock. Wow, ho, ho. Einer ist tot. Ich habe alles, was ich kriegen konnte, gespielt schon ewig. Ich habe noch nicht alle gespielt. Ziltavius und Cookie, ihr seid böse. Magie, Babet. Hey, Bola, ich hab nicht geflamed. Ich hab dich ausgelacht. Es ist was anderes. Nein, Maga, nein. Nicht hauen. Ja, aber du musst dich in meine Situation versetzen. Bin sensibel. Was? Alles klar, Bola. Darf ich jetzt mehr lachen? Meine Community.
Sehr schön. Das benutzen oder zuerst hier nach unten laufen? Da geht's nicht zum Ausgang. Da unten gibt's nichts mehr zu tun. Ach so. Lachen ist gesund. Mhm. Ich lache auch sehr gerne. Auch über mich. Ich finde mich witzig. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. So, oh, ich glaube, jetzt geht's in den Kampf. Ich glaube, ich sollte mich voll dingsbumsen. Cloud hat wenig MP. Heißt also Acer. Cloud. Dann brauchen wir noch Heiltrank. Cloud. Heiltrank, Tifa. Ah, Tifa geben wir gleich 2. Okay, das ist aber einer für Cloud. Wozu haben wir so viele Heiltränke? So. Auf geht's. Jetzt kommt der Bosskampf. Oh. Gänsehaut. Was für Böse aus. Alles so gut wie erledigt. Beeilung. Heidegger hasst warten. Ah, Z. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber gezetzt, Darius. Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns doch etwas Zeit! Ja. Wir brauchen noch etwas Zeit. Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge. Die abschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gebannt ist. Kein Problem. Magie. Feuer. Elite. Ah, ich glaube den. Boom! Habe ich gleich alle erwischt. War das ein cooler Move? Das war doch ein cooler Move. Barbet hat Stufe 17 erreicht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Erbaster nichts mehr zu tun. Das habt ihr davon. Seht mal. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Seine Reaktionen sind verlangsamt. Das macht es uns leichter. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir einen neuen Trend. Ohne mich. Ich bin gespannt. Oh, eine Sackgasse? Ja? Und, wie kämpfen wir gegen ihn? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gib schon einen Weg. Da ist irgendwas. Hey, das war haarscharf. Aha, zum Aufwärmen, oder wie? Nicht übertreiben. Wurde schon angedeutet. Magie, Blitz, Sägeblatt. Rechtes Sägeblatt ist schon geschwächt. Ah, jetzt ist er nicht mehr im Schock, ne? Übernimm du. Bin ausgewichen. Magie. Ich bin stumm. Gegen stumm hilft der Jungfernkuss, glaube ich. Nein, das ist Frosch. Echoschirm. Der Babel. Blitz. Jetzt könnt ihr mit dir. Es geht los. Lass mich mal.
Schock. Magie. Feuer. Feuerer. Das wichtigste Geblatt ist fast kaputt. Dann mache ich Feuer aufs Linke. Los geht's. Was geht's ab? Eis, Vita. Mach mal Vita auf Barret. Nichts überstürzt. Hier kommt Barret. Der Barret. Das Ding hat uns den Weg frei. Er hat's Boom gemacht. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Ja, und jetzt kann man doch. Ist so geil. Jetzt hier was zu entdecken? Nee. Ziltavius, wie du siehst, folge ich nicht den Punkten auf der Minimap. Und der Barret kann auch einen vertragen. Denkt dran, am Samstag gibt es Transmogläufe. Wir müssen nur entscheiden, fangen wir an in Legion oder in BFA. In BFA mit dieser komischen Instanz in Nazvi. Oh, Entschuldigung, war aufgestoßen. Oder in Legion mit der Nachtfestung. Du warst in einem anderen Tab, Siltavius. Glaub, die Typen müssen sich noch untersuchen, ja. Mundreif. Wirksam Gift? Legion dauert aber sehr lange. Nachtfestung, Grabmal, Antorus. Ich glaube, dass immer dann 2 Stunden da drin. Aber gut, wir können gerne Legion anfangen. Außerdem werde ich am Anfang sowieso wieder mit Tazali, falls sie dabei ist, keine große Sache. Zur Gruppe machen und Vortex-Gipfel. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich mich pinkerlich fühle. Deshalb gehe ich jetzt kurz aufs Klo. Pinkeln, weil ich pinkelig bin. Und dann, ne? Nicht weglaufen, bis gleich. So, einfach laufen lassen, Örbel, da fällt mir ein Witz ein. Aber es ist kein Witz. Das habe ich heute, glaube ich, im Fernsehen gehört. Man kann ja fürs Pinkeln und zum Trinken neben dem Bett eine Flasche haben. Man muss halt aufpassen, dass man sie nicht vertauscht. Mich so kaputt gelacht. Ich weiß nicht warum. Weiß jemand, wie man die Konstrukte Mevus, Seelenblüte und Nena herstellt? Ich weiß es nicht, Siltavius, tut mir leid. Ich glaube, es geht weiter nach oben.
Kaiser. Boah, schaut das cool aus. Voll mit Kaltlicht. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Ich glaube, das sind LEDs. Schon mal deine Bolzenblechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Geldbank habe ich bekommen. Ein bisschen warm. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Ich glaube, die fangen an, sich zu verstehen. Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Ah, das ist jetzt so ein Herz. Das ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Kann ich euch nochmal wegen einer Gildensatzung auf Svalhov den nerven? Immer. So. Die Schalter gleichzeitig umlegen. Dich Hebel des Sicherheitspuls müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Bevet und Cloud werden mit L und R bedient. Bewege gleichzeitig L und R in die auf dem Monitor angezeigte Richtung, sobald Tifa das Kommando dazu gibt. Monitor, Tifa, L und R gleichzeitig. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Fantastisch, das war perfekt getimt. Allerdings. Da gibt's aber mehrere, oder? Ich auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Was ist da? Kinder, jetzt hagelt's Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade. Nur mehrmals hintereinander. Ha! Ah. Kinderspiel! Ja, versuchen wir's. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Ja. Okay, und? Nächste Runde. 1, 2. Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Ist ja einfach. Super. Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei.
Das war nur zum Aufwärmen, okay? Hm? Wir schaffen das. Eins, zwei. Oh, nicht so hektisch. Ich glaube, das ist mit Absicht. Ich mache alles korrekt. Das wird schon. Eins, zwei. Oh. Versuchen wir es nochmal. Ob ich bin zu schnell. Jetzt aber. Eins, zwei. Sorry. Das wird schon. Eins, zwei. Oh. Nicht so hektisch. Ich fühle mich veräppelt. Wir schaffen das. Eins, das ist zwei. Oh. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Sieht aus, als müsste der Chef mal den Ton angeben. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Mach's nicht noch schwerer. Ich glaube, das ist mit Absicht so. Nicht aufgeben, wir schaffen das. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Das war mit Absicht. Uns hält nichts das auf, war so gescriptet. Geht's weiter? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Versuchen wir es nochmal. Jetzt aber. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das wird schon. Machine. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Jetzt aber. Eins, zwei. Sorry. Wir schaffen das. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Ich zähle ein, also alle mir nach. Siebter Himmel. Siebter Himmel. Es ist mit Absicht, damit okay, die Szenen kommen. Jetzt Cloud mit großem Schwert kartiert, was er damit wohl kompensiert. Oh, sagt der Typ mit dem Mega-Kanonenarm. Jetzt aber. Eins, zwei. Versuchen wir es nochmal. Das wird schon. Eins, zwei. Das war mit Absicht vom Spiel. Ich war perfekt. Puh, geschafft. Ich glaube, da gibt's einen Erfolg. Aber echt mal, Mensch Cloud. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Der veröffelt mich, oder? Und wie war das mit dem Alleskönnen? Herr Alleskönner? Ja, ist ja schon gut. Lasst uns lieber schnell drin nachsehen. Erfolg, diebisches Trio. Geil. Ist. So, was haben wir hier? Tatsächlich! Genau wie du gesagt hast, Cloud! Dann haben sich die Mühen ja gelohnt! Stopft euch die Taschen voll! Und zwar pickepacke! Eine Materia! Das ist eine Beschwörmateria! Oder na? Magieboost! Okay. Ich verstehe. Was ist das? Gigabombe. AI-Kern. Was machen diese Items? Gegenstände. Schlüssel. Waffen. Rüstung. Accessoires. Material. Dann müsste es hier sein. Gigabombe. Ursache 500 Punkte. KI-Kern. Kann zu einem vollen Preis verkaufen. Gildengründung erledigt. Schön. Jetzt einmal zwei. Noch eine Gigabombe. KI-Kern. Habe ich alle aufgemacht? Ich glaube schon. Sehr gut.
Problem ist, wir kämpfen gleich gegen einen Roboter. Wir haben leider keine Gewittermateria auf Stufe 2. Das heißt, wir müssen Materia der Stufe 1 nehmen, logischerweise. Machen wir es bei Cloud, Frost, EP-Bus, ne? Barret hat nichts verbunden. Gefahr. Chakra. Otovita. Gewitter. Ich habe zweimal Gewitter was gewistet. Bin ich ein Depp? Sagt nichts. Antwortet nicht. Nein. Warum sieht der KI-Kern genauso aus wie der Gigabombe? Keine Ahnung. Verwechslungsgefahr? Setz mal einen KI-Kern ein oder eine Gigabombe? Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Und hier tun wir Magieboost. Erhöht den maximalen Magiewert mit mehreren Materia kombiniert. Max Magie plus Sachen. Und normal sollte jetzt mal Gewitter einen Boost haben. Gibt es auch Waffen, wo mehrere Slots verbunden sind? Das liest sich fast so. So, wer hat das? Tifa. Also muss Tifa immer Gewitter benutzen. Alles klar. Alles klar. Speichern, speichern. Chaka. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hin? Nö. Und da bin ich gekommen. Hier kann ich was kaufen. Schallplatte? Schallplatte! Wenn man alle hat, bekommt man auch einen Erfolg. Heiltrank, Supertank, Megatrank, Aether. Aether sind wichtig. Nur eine vorhanden, ist ja blöd. Wachmacher. Ich glaube, der ist doof. Accessoires. Rohrringe. Magiewert. Nö. Willenskraft. Nö. Also, nö. Gut. Hinsetzen. Ich glaube, da erholen wir alles. Hätte ich zuerst mich hinsetzen. Hallo, Mark. Ich weiß, ich bin zu spät. Aber ich hatte Migräne und zweimal fast zusammengebrochen. Alles klar, Mark. Dankeschön. Und gute Besserung. Wo geht's jetzt weiter? Spinni? Geht's hier weiter? Du willst wieder nach unten? Was gibt es denn da noch zu tun? Nein, ich will nicht nach unten. Ich weiß nicht, wohin ich will. Will ich dahin? Weiß jemand, wohin ich will? Also dann, auf ins Vergnügen! Ah, wow. Schade, dass man keine Ego-Sicht hat. Bombenmäßig. Ah.
Achtung! Jetzt bin ich mal gespannt. Vermutlich Siltavius. Oh, das ist doch Direktor Shinra. Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss, aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen. Welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei. Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Ratten. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Essen schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann mal so frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack. So, die Vorstellung hat begonnen. Da kommt er. In den Hauptrollen die Feinde mit Gas. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Das wird böse. Sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum. Wir brauchen dich jetzt. Cloud, alles klar? Ja. Und bei euch? Alles in Ordnung. Das Volk soll heute keine Fabrik. Ich kann mich hier bewegen, Cloud? Der Blechklotz wird sich darum gucken. Ich leg los. Ja. Abschlag. Zack. Gigabombe. Boom. Der Abschuss ist perfekt abgestimmt. Magie. Blitz haben wir nur Stufe 1. Oh, Schwäche. Hä? Warum werde ich jetzt geschossen? Schockanfällig. Magie, nein, mach mal Gegenstände, Gigabombe. Bitte schön. Das wird wehtun. Mein Einsatz. Ihr habt es verdient zu leiden. Verschwinde. Ja!
zähl auf dich. Wurde schon ungeduldig. Los, gib alles. Ich zähl auf dich. Ich mach das. Ich bin bereit. Phase 2. Oh, nächste Phase. Aufladung initiiert. Gleich gibt es keinen Kopf mehr. Nicht übertreiben. Hier kommt Baron. Da, so übernimm mal. Ich leg los. Uh-oh. Was jetzt machen? So wird das nichts. Überlass das mir. Verdammt, knallt das rein. Ah, er lebt ja noch. Wir müssen gezielt vorgehen. Viel Erfolg. Ziemlich hart. Super Tank. Und weiter. Nichts überstürzt. Selbst kann ich dir das als neues Genie-Schreck auch so begeistern. Dein Einsatz. Lass mich mal. Das tut weh. Ifrit, jetzt geht's ab. Tob dich aus. Tob dich aus. Oh ja. Boom. Ah, der ist betäubt. Kann die Hände nerven. Macht sie unschädlich. Ach so. Oh. Verstehe. Ich mach das. Hier kommen. Hände. Ich kann noch kämpfen. Magie. Okay. Blitz. Supertank. Laut. Der ist anscheinend tot, also Pifa. Und Laut bekommt eine Phoenix Feder. Oh, jetzt gibt's Schaden. Benutzen. Kann die was benutzen? Nein. Limit. Jetzt wird abgerechnet. Okay. Zwei sind Kampf und Fail. Ich bin günstig, dass sie Kampf und Fail sind. Phoenix-Feder. Kann ich nicht? Warum kann ich keine Phoenix-Feder nutzen? Ah, die verlebt wieder. Genau, Farbe. Und weiter geht's. Der war gerade schockanfällig. Ich arbeite. Alles klar, Vola. Schön, dass du so lange dabei warst. Wow, schon 9 Uhr. Ich hab die Zeit vergessen. Den Boss mache ich aber noch kaputt. Tauch raus. Oh, schnell weg. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ciao, Maga. Bis Samstag, wenn du Bock hast.
nichts überstürzen. Jetzt hab ich ja das an. Vergiss es. Ich hab schon Vorarbeit geleistet. Bin ich am Leben? Nicht aufgeben. Er lädt die Kanone auf. Bringt euch in Sicherheit. Oh, er lädt die Kanone auf. Seid uns hilflos ausgeliefert! Wurde schon angeschaut! Über meine Grenzen! Sind das! Ich könnte mal. Fertigkeitenanalyse. Auf Nummer sich. Yo, Empfindlichkeit gegen Blitz. Nächste Phase, okay. Der Lehrbastard geht jetzt über in die letzte Phase. Er läuft auf der Luft ab. Jetzt bist du am Zug, Barrett. Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. Jetzt liegt es an dir. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Verziele! Los, gib ab! Aber die Kiefer kann an sich... Limit. Limit. Ich glaube, dafür bin ich zu weit. Hat es was gebracht? Viel Erfolg! Ausgerechnet jetzt! Jetzt hab ich ja das an! Kleinigkeit! Aua! Ich seh dich! Noch stehe ich! Feuer heilt ihn? What? Nicht übertreiben. Ah, der ist betäubt. Jetzt liegt es an mir. Dein Einsatz. Zieh dich zurück. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Ah, ich kann den eh nicht ins Ziel nehmen. Limit! Hier kommt der Retter des Planeten! Jetzt! Stürzt euch auf ihn! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Übernimmer! Überlass das mir! Ja, viel Erfolg! Ich mach das! Ja! Das ist nichts! Rosa, ich übernehme! Kiefer ist kampfunfähig. Nein! Phoenixfeder. Lauf!
nicht so nah. Kommen wir nun zum Höhepunkt. Die Aufladung der Panzerkanone weggehört. Lass mich mal machen. Ja, jetzt ist er wieder danke, weg. Barrett. Das feurige Finale ist nicht mehr was. Ihr werdet zusammen mit dem Reaktor untergehen. Da, vergiss es. Da geht noch was. Jetzt! Du bist am Zug. Jetzt regnet noch Prügel. Keine Chance. Das ist doch kein Fällig. Das sieht gut aus. Ah, ich glaube, das hat ihn ja geheilt. Magie, machen wir mal Eis. Das können wir nicht. Mach mal wieder. Sieb, nein. Ether auf. Laut. Ich leg los. Ich glaube, ich muss weglaufen. Der Sturm. Boah, Cloud und Tifa gleichzeitig tot. Wie ist der Kampf böse? Danke für die wunderschöne Aufnahme. Stopp. Nachlassen. Nicht so nah. Schön weiter austeilen. Ich bring das zu Ende. Ja, ich hab nichts, was ich drauf machen kann. Da ist er aus dem Schock wieder. Ich mach einfach Gegenstände und Aether auf Cloud. Was soll der Scheiß? Das wird schon wieder. Ich seh dich! Limit, jetzt aber. Kommt ihr zum Finale? Liebe Freunde, es tut mir ja wirklich leid, aber so langsam müssen wir Abschied nehmen. Seid versichert, dass die Aufzeichnung eurer Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Gleich geschafft! Greif mit! Genial! Am Kampf beginnen, nicht versuchen. Nein. Am Kontroll. Nein. Ja. Okay. Nächstes Mal. Jetzt wissen wir, was es so kann. So. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Schön, dass ihr dabei wart. Hallo Wild. Einen guten Abend. Jetzt gibt's noch einen Hammer. Und zwar ein 50er Hammer. Einfach, weil ihr dabei wart. Also jetzt ganz viele Mörblock schnappen. Okay, warte, bis der Bot sagt, Ausrufezeichen Hammer. Und los geht's. Mm-hmm.
So. Läuft mein Stream noch? Oder habe ich ihn aus Versehen pausiert? Das ist seltsam. Leckt. So. Sobald die Mehrblocks vergeben sind, starte ich den Raid. Seid nett, seid freundlich, spammt meine Emotes. Und wir sehen uns am Samstag während des Transmog-Runs. Natürlich nehmen wir auch Mounts mit, wenn welche droppen. So. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für alles. Und vielleicht sind nächsten Donnerstag ein paar mehr dabei. Schauen wir mal. So, die Mörblocks. Wir warten auf die Mörblocks. Oh, ist es bei euch auch so warm? Also bei mir ist es bewölkt, aber es fühlt sich sauheiß an. Genau. Ihr könnt ins Discord kommen, in die Ingame-Community, überall vertreten, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Ne, richtig angenehm, boah. Bei mir nicht. Bei mir leider nicht. 29 Grad. Bei mir im Zimmer hat es 28. Und danke an alle Lurker, die dabei waren und mich unterstützt haben. Nur 5 bei Ausrufezeichen läuft? Nur 5? Okay. Raid startet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, okay. Beim Spektraltiger Jungs werden sich die Leute wundern, warum sie so wenig Mörblocks haben. Und andere so viele Mörblocks. Ach ja, Welt startet. Bis Samstag.